Verehrte Zuschauer, zum Programmschluss noch einmal Nachrichten der heute Redaktion. Papst Johannes Paul II. Hat die Jugend zur Arbeit für den Frieden und für eine gerechte Gesellschaft aufgerufen. Frieden sei nicht allein die Abwesenheit von Krieg, sagte das katholische Kirchenoberhaupt vor 200.000 Wallfahrern, die aus Anlass des Jahres der Jugend nach Rom gekommen waren. Erforderlich sei der Aufbau einer brüderlichen Gemeinschaft. Das dänische Parlament hat am Abend in Kopenhagen mit knapper Mehrheit einen Gesetzentwurf gebilligt, der die seit einer Woche streikenden und ausgesperrten Arbeitnehmer der Privatindustrie zur Wiederaufnahme der Arbeit verpflichtet. Ihnen wurden für dieses Jahr Lohn- und Gehaltserhöhungen um 2 und im kommenden Jahr um weitere 1,5% zugesagt. Die Wochenarbeitszeit soll von Dezember 1986 an von 40 auf 39 Stunden verringert werden. In Frankfurt hat die Industriegewerkschaft Metall den Abschied von der 40-Stunden-Woche gefeiert. Von Montag ab verkürzt sich die Arbeitszeit für rund 3,6 Millionen Beschäftigte in der deutschen Metallindustrie auf durchschnittlich 38,5 Stunden in der Woche. Die Gewerkschaft hofft, dass damit rund 80.000 Arbeitsplätze neu geschaffen werden können. Der Beitritt Spaniens und Portugals zur Europäischen Gemeinschaft ist gesichert. Griechenland zog seine Vorbehalte zurück, nachdem die Gipfelkonferenz in Brüssel ein Hilfsprogramm für die Mittelmeerländer beschlossen hatte, aus dem Athen in den nächsten 7 Jahren rund 4,5 Milliarden Mark erhalten wird. Bundeskanzler Kohl hofft, dass diese Entscheidung den Weg freimacht für stärkere Bemühungen um eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EG. In Athen ist einen Tag nach seiner Wahl der Jurist Sartzetakis als neuer Staatspräsident vereidigt worden. Die konservative Oppositionspartei blieb der Vereidigung fern, weil ihrer Ansicht nach bei der Wahl demokratische Grundregeln verletzt worden sind. Bei einem Fährunglück im Ärmelkanal hat es mindestens einen Toten und 32 Verletzte gegeben. Einige von ihnen schweben in Lebensgefahr. Ein Luftkissenboot, das mit 370 Passagieren vom französischen Calais ins englische Dover unterwegs war, verunglückte bei der Landung. In etwa einer Stunde beginnt in den meisten west- und mitteleuropäischen Ländern wieder die Sommerzeit. In der Bundesrepublik werden die Uhren um 2 Uhr um eine Stunde vorgestellt. Das heißt, es ist dann 3 Uhr. Die Sommerzeit endet am 29. September. Und hier die Lottozahlen 14, 16, 17, 30, 36, 48, die Zusatzzahl 32. Ich wiederhole, 14, 16, 17, 30, 36, 48, die Zusatzzahl 32. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Zum Schluss die Wetteraussichten. Im Norden zeitweise Regen und Temperaturen bei 9 Grad. Im Süden längere sonnige Abschnitte. Höchstwerte hier 14 bis 18 Grad. Das, werte Zuschauer, waren die letzten Meldungen. Damit ist das Programm des ZDF beendet. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.